hier, Leben Wrestling. Hallo, hallo, hallo. Alex hier heute mit Raw vom 19. Juli in 2 Minuten. Let's go! Big John Boy Cena ist im Haus, um das Bad in der Menge zu genießen, Roman Reigns auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und Riddle den Backrub zu geben, bevor der mit den Viking Raiders ein Match gegen AJ, Omos und John Morrison hat, dass die Faces dank Verständigungsproblemen zwischen Omos und John Morrison gewinnen. Jackson Ryker und Elias instrumentalisieren in einem Symphony of Destruction Match, naja, alle möglichen Instrumente. Die Symphonie wird eingeläutet durch einen Gong, beflügelt durch, guess what, einen Flügel, und dann zieht Ryker andere Stahlseiten auf und entscheidet das Match mit einem Superplex durch 2 sehr praktisch positionierte Tische. Unter den wachsamen Augen Damien Priests darf sich Humberto Carrillo daran versuchen, sich gegen Sheamus ein weiteres US-Titelmatch zu erarbeiten. Er sucht sich immer wieder dessen Maske als Ziel, grundsätzlich nicht unclever, wird ihm aber zum Verhängnis, als er merkt, dass die zu hart für einfache Faustschläge ist und er vom Schmerz abgelenkt in den Broke Kick läuft. Bobby Lashley begrüßt uns mit einer Open Challenge, die von niemand anderem als Keith Lee. Yes, please! Keith unternimmt einen legitimen Versuch, sich zum Number One Contender zu machen, muss sich am Ende aber eingestehen, dass Lashley ihm aktuell einfach über ist. Hoffen wir mal, dass das nur der Anfang einer erfolgreichen Comeback-Tour war. Und apropos Comeback, natürlich kommt Goldberg doch noch heraus. Nachdem sich Drew McIntyre mit grob geschätzt over 9000 Chairshots bei Jinder, Veer und Shanky revanchiert, gibt Karrion Kross sein Raw-Debüt und unterliegt in unter 5 Minuten Jeff Hardy durch einen Roll-Up. Ich bin mal vorsichtig und sage, das irritiert mich leicht, aber vielleicht hat WWE ja einen tiefergehenden Plan für den Tic-Tac-Mann. Charlotte Flair und Rhea Ripley haben ein etwas kurz geratenes Rematch für den Raw-Frauentitel. Hauptstory ist das noch immer angeschlagene Knie von Rhea und dass Charlotte begleitet von wirklich gut getimten Bildausfällen sich ihres Titels bedient, um das Match zu beenden. Aber die Show ist noch nicht vorbei, Rhea attackiert erneut und bereitet damit den Weg für Fast-Superheldin Nikki, die ihren Vertrag einlöst und sich mit einem Crossbody vom Ringpfosten den Titel holt. Und das war Raw in 2 Minuten. Alter, da ist ja mal eine Menge passiert. Ein Glück, dass die Show 3 Stunden lang ist, was? Spaß beiseite. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten, gestern musste WrestleMania gewesen sein, denn das war eine Raw-Episode, wie sie eigentlich Raw After Mania hätte sein sollen. Rückkehrer, Debüts, Cash-Ins, John Cena, halt die Schippe still, es war von allem was dabei. Ganz nebenbei hat sich Nia Jax endlich mit Reggie überworfen, auch wenn ich lieber sie und Shayna getrennt gesehen hätte. Und auch Alexa hat wieder im Playground zusammen mit Eva Marie und Doudrop stattgefunden. Klar ist nicht alles Goldberg, was glänzt, aber zum einen squasht Lashley ihn ja vielleicht einfach und zum anderen war die Show mit so viel Zeug vollgepackt, dass es mir schwerfällt, auch nur irgendwas zu haten, sei es eben Goldberg oder Crosses Debüt ohne Scarlett. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ihr wisst Bescheid, liken, Abo dalassen und seid nett zueinander. Kommentiert, was das Zeug hält. Zu besprechen gibt es ja genug. Und dann schleicht euch zum Podcast-Kanal und wir hören uns am Samstag wieder zu SmackDown. Bis dahin, macht's gut.